Und jetzt mal alle gemeinsam wieder. Wir sind hier nicht am Trauermarsch. Frieden schaffen! Ohne Waffen! Frieden schaffen! Ohne Waffen! Danke! Wir gehen für den Frieden auf die Straße. Wer Waffen liefert, will keinen Frieden. Unsere Bundesregierung betreibt Kriegshetze. Geht an den Marsch für den Frieden. Geht auf die Straße. Schaut nicht länger zu. Ist egal. Wollte meine Großmutter. Mit einem ganz klipp und klaren einzigen Wort. Ja, Karlspreis für Selenskyj ist meiner Meinung nach eine politische absolute Frechheit. Jemand, der auch mit am Krieg beteiligt ist, jemanden zu huldigen, ist eigentlich ein No-Go. Und Gott sei Dank hat man beim Europäischen Song Contest ihm eine Rede versagt. Gott sei Dank. Wir brauchen die Demos trotzdem weiter, weil nicht nur die Aufarbeitung von Corona geht weiter, sondern wir müssen Kante zeigen gegenüber unseren Politikern, was überhaupt läuft. Meiner Meinung nach sind die Faschisten in unserem Land die Grünfaschisten Bündnis 90. Frieden schaffen ohne Waffen auf jeden Fall. Und dass die Preise, dass unsere Regierung irgendwie mal vernünftiger wird und nicht immer wieder mit neuen Sanktionen kommt. Irgendwann hört es auf, ne? Auch mit den ganzen Renovierungskosten, mit den Wärmepumpen. Ich habe ein Reihenhaus. Bei uns ist damals, mein Haus ist 62 gebaut, der Estrich war ziemlich dünn. Wenn ich jetzt Fußbodenheizung einbauen würden lassen, müsste ich den ganzen Boden rausreißen lassen, neuen Esstisch rein, kostet mir der Spaß 120.000 Euro. Und das sehe ich nicht mehr ein. Ne? Und deswegen gehe ich auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren. Ne? Dass einfach was passiert. So lange mein Gesicht nicht drauf. Die Putin-Anhänger in Polen sind sehr selten und die Polen sind einfach direkt gegen Russland von Anfang an schon gewesen. Sie können das einfach von der polnischen Perspektive anders sehen als hier. Hier wird man sagen, ja, Interesse von Deutschland ist, mit Russland zusammenzuarbeiten. Das ist deutsche Interesse. Aber wenn man einem Polen das sagt, dass in der Geschichte von Polen, wenn Deutschland oder Preußen vorher zusammen mit Russland gut gearbeitet hat, dann hat Polen immer Kürzen gezogen. Das waren Teilungen von Polen. Das war Stalin-Hitler-Pakt. Also wenn die zwei sich verstanden haben, dann sind einfach Leute in Polen immer in Gefahr. Ja. Thank you.